Danach sind bisher noch 7 dazugekommen, also 15 Punkte völlig in Ordnung, aber ja. Zumindest auch mit Chris auch gesagt, wir wollen schauen, dass wir was Gutes draus machen können. Deswegen haben wir die Aktion zusammen mit der DKMS. Aufgebaut. Pulic wird viel Platz, aber noch mehr Platz in der Ecke hat Moritz Plescher und der mit dem 3 vorbei. Aber Wolf raus auf Plescher und jetzt endlich. Plescher für 3. Sehr gut gespielt. Und drin ist er. Heute nicht aus der Ruhe bringen und trifft einfach munter weiter. Ganz starkes Spiel. Und die End-One-Chance. Chris Wolf. Ball soll rein zu Šerić. Dann lässt Plescher sein. Denn die Idee da mal über die den hätte er nehmen können. War nicht schlecht. Ja. Rebound geholt, so eine zweite Chance geholt und schnell wieder wandert der Ball da um die Zone herum und dann ist es der Moritz. As the pick and pop, they're going to hand it off. Taylor wants it, nice cut from the weak side, block, super, super finish by Flesher. The three-point line, Roof looks inside. They take the open three off the penetration and again, with the guard on big matchup. Their pressure on the ball was enough. That's more like it off the screen. Back yourself, shoot the basket. Get some defense, get some stops, and hopefully get a run at this. Here's Hunt moves it on. Wide open for 3. Simply has to go at it. Sehr viel Sprung dieses Jahr gemacht hat. Ja. Wirklich einer der wirklich dominierenden deutschen Spieler, aber das Stepback. Mainz gegen 1 verliert den Ball. Kobo kommt sofort ins Rennen. Flescher. Wolf und Ruder, ein schlechter Pass von Wolf. Halbherziger Pass von Luis Wolf. Kobo macht das Spiel wieder schnell. Nächster Dreier von Flescher. Foul and one von Erzik. Über Sebastian Graf. Oh. Ah. Ah, der ist motiviert. Ah, da verdribbelt er sich leider und wenn er schnell genug. Moritz Plescher. Hat. Senkfelder. Evernord, ah, wunderbarer Move da. Gute Ballbewegung. Jett mit einem Stil im Ballvertrag gegen Erol Erzik und Flescher. Philipp Urbano, ah, schön. Der Gastgeber. Bulic, wieder Bulic für 3. Flescher noch 8 Sekunden. Findet Bulic. Das ist entsprechend Talent da. Habe ja letzte Saison bei dem TSV Oberhaching. Situation dieses Jahr gab es schon. Super Pass. Schön gespielt. Findet Aaron Kaiser, der allerdings nicht das Netz. Und ganz schnell Coburg wieder vor. Auf Moritz Plescher. Der findet Mats Plescher. Dann freier Dreier für Konsti. Rebound durch Moritz Plescher. Schnellangriff über die linke Seite. Und da. Nicht nah genug. Möchte ich manchmal nicht entscheiden. Das war die richtige Entscheidung. Schwer, technischer Fehler dann. Viel Pass und wieder im Schnellangriff. Ganz nicht mehr als Sieger vom Feld gehen. Konsti Ebert jetzt mit Instagram aushaut. Habe ich auch im Kopf durchaus mit Selbstironie. Schön gesagt. Mann, was der Moritz Plescher da noch macht.